Herzlich willkommen. Mein Name ist Ömer Terlemes und wir haben heute die fünfte Übung in Rechnerorganisation. Und wir werden uns heute ein bisschen beschäftigen nochmal mit der DLX-Pipeline. Ganz schnell eigentlich kurz nochmal zusammenfassen, was die wichtigsten Aspekte waren. Dann gehen wir in Abhängigkeiten von Befehlen in einer Pipeline und Konflikte und deren Lösungen. Und dann werden wir noch ein bisschen Aufgaben rechnen. So, kurz nochmal zur Wiederholung. NIPS-Befehlsformate. Wir hatten drei verschiedene Typen von Befehlen. Einmal den Typ I für Immediate. Das heißt, es sind hier feste feste Zahlenwerte mit im Befehl kodiert. Wir haben Befehle vom Typ J. I für Immediate, J für Jump und R für Register. Ich glaube, ich brauche nicht zu detailliert auf diese Sachen eingehen. Die habt ihr, glaube ich, schon zur Genüge, wurden schon zur Genüge behandelt. Vielleicht hier nochmal kleine Beispiele. Wenn wir hier einen Additionsbefehl haben, haben wir hier das Zielregister als erstes Register in unserer Syntax bei MIPS. Dann haben wir wir haben Destination, Source und Target. Das heißt, unser Zielregister ist das erste Register, was hier angegeben wurde. Wenn wir jetzt aber in die Codierung reingucken, sehen wir, dass wir hier Source, Target und Destination, hier das Destination-Register, das dritte Register ist. Also hier ist die Reihenfolge umgedreht. Wichtig für euch ist, wenn ihr aufgefordert werdet, MIPS-Code zu schreiben, müsst ihr euch daran erinnern, dass das Zielregister das erste war. Dann haben wir hier Befehle vom Typ R, ein set less than Befehl, nochmal kurz erklärt, ich glaube, überspringen wir ein bisschen. Wie funktioniert das jetzt, wenn das Ganze in die in die Steuerung reingeht, haben wir hier Steuerleitungen, 5 Stück, die jeweils das Register adressieren. Die ersten 5 sind für das RM-Register, die zweiten 5 für das RN, die dritten für das RZ, also unser Zielregister. Das heißt, hier adressieren wir, welches Register wir ansprechen wollen. Wir bekommen dann aus dem Registersatz bekommen wir das entsprechende Register herausgeliefert, das sind dann ein 32-Bit-Wert und können es dann in die ALU schicken, die uns dann das Ergebnis liefert. Wichtig hier, wir wissen ja nicht, was für eine Operation wir haben, das heißt, die ALU-Steuerung muss aus dem Opcode ersichtlich sein. Wir müssen hier, ihr seht es alle, wenn ich rechts zeige. Also aus dem Opcode ist dann ersichtlich, wie die drei Leitungen gesetzt sind in der ALU. Abhängig von diesen drei Leitungen wird eine Addition, Subtraktion oder ein Shift durchgeführt. Und genau. Wir müssen natürlich auch hier wissen, was mit diesen Registern passieren soll, ob wir die Register lesen wollen oder ob wir sie schreiben wollen. Deswegen gibt es ein Register Write. Eine Register-Write-Kontrollstruktur. Und wir können natürlich die Daten, die wir zurückschreiben, müssen natürlich auch irgendwo wieder hinzugefügt werden in den Registersatz. Und das passiert hier mit einer 32-Bit-Leitung. Jetzt verbinden wir das Ganze nochmal geschwind. Also hier, die ersten 5 Leitungen kommen aus dem Befehl, damit ersichtlich ist, welche Register ich ansprechen will. Ich bekomme 2 Register zurückgeliefert vom Registersatz, einmal mein RM und einmal mein RN-Register. Das wird weitergeleitet in die ALU. Die ALU weiß dann irgendwas damit anzufangen, produziert ein Ergebnis und muss im Normalfall wieder zurückschreiben in den Registersatz. Und das ist hier die Rückleitung, die wir hier sehen. So, gibt es noch eine kleine Zeichnung. Wichtig hier ist, dass wir in unserer DLX-Pipeline definiert haben, wie sieht zum Beispiel der Takt aus. Wir haben ja gesagt, wir haben 5 Phasen. Das ist einmal die Instruction Fetch. Sieht aus wie ein 1F. Instruction Fetch. Instruction Decode und Register Fetch. Die Execute Phase. Die Mem Phase, wo Daten aus dem Speicher gelesen werden
und die Write-Back-Phase, wo Ergebnisse wieder zurückgeschrieben werden ins Register. Wenn wir das Ganze jetzt projizieren auf einen Takt, dann würde unser Takt so aussehen. Wo komme ich da rein? Hier. Müsste hier in der Mitte wieder zurück auf die 0. Ist richtig? Ja. Hier wieder 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und immer ein bisschen kürzer, damit es symmetrisch aussieht. So, wichtig hier, jedes Mal bei einer Auftaktflanke, also immer wenn die Flanke hier hochgeht, findet ein Wechsel statt von den Phasen. Perspektivisch verzerrt. So. Ja. Und eine Besonderheit der Pipeline ist, dass wir hier zwei Funktionen drin haben, einmal den Instruction Decode und einmal den Register Fetch. Und wir müssen hier begreifen, dass es wichtig ist, dass dieser Register Fetch, dass der in der zweiten Takthälfte stattfindet. Ja? Nennen wir das mal erstens. Und in der Write-Back-Phase bin ich nach der ersten Takthälfte schon fertig. So, das sind diese zwei Sachen, die wichtig sind, jetzt auch für die Übung jetzt, damit wir die ganzen Aufgaben nachher verstehen können. Und das ist quasi die technische Umsetzung davon. Ja? Ich habe einen Taktgeber, der mir bei jedem Wechsel einen Takt generiert, beziehungsweise ich wechsle meine Phasen abhängig vom Takt und ich wechsle immer bei einer Auftaktflanke. Ich kann aber, wenn ich die Abwärtsflanke nochmal mitbenutze, kann ich die Phase nochmal in zwei gleich große Abschnitte unterteilen. In unserem Fall zum Beispiel hier ganz wichtig bei der Instruction Decode, dass der dass das Lesen des Quellregisters, ich muss das neu kalibrieren, das ist so, ignoriert es. Zurück zur Übung. So, wichtig für uns ist, dass das Quellregister in der zweiten Takthälfte von Phase IDIRF zur Verfügung steht, also gelesen wird. Also, erstens, Quellregister wird in der zweiten Takthälfte von Phase IDIRF gelesen. Und die Anmerkung bei zweitens wäre, dass das Schreiben des Zielregisters in der ersten Takthälfte der Phase WB bereits abgeschlossen ist. Also Schreiben des Zielregisters in der zweiten Takthälfte, in der ersten. Bereits abgeschlossen. Hightech. Okay, was das genau für uns bedeutet, darauf gehen wir gleich nachher noch mal ein bisschen tiefer ein. Jetzt wichtig vielleicht hier noch mal Load- und Store-Befehle, die unterscheiden sich ja ein bisschen von unseren R-Typ-Befehlen. Hier haben wir einen
E-Typ-Befehl, weil wir ein Immediate noch haben. Es wird ein Zielregister benannt, das ist hier RN in dem Fall. Ich habe ein Offset-Register und ich habe einen Immediate-Wert. Und je nachdem, ob ich jetzt laden will oder speichern will, und laden heißt in dem Fall, dass ich etwas aus dem Arbeitsspeicher lade und in das Zielregister schreibe, auch sehr wichtig. Speichern in unserem Fall heißt, aus dem Zielregister zu lesen und das in den Arbeitsspeicher zu schreiben. Habe ich natürlich entsprechende hier Indizes für meine Register und hier nochmal einen 16-Bit-Immediate-Wert, den ich als Offset-Datei addieren kann zur Adresse, die ich ansprechen will. Datenpfade in der MIPS, ich glaube, das wurde auch zur Genüge gemacht. Hier ist nur zwei Sachen vielleicht interessant. Einmal, wo passiert es? Wie kriege ich raus, wo mein nächster Befehl liegt? Den nächsten Befehl hole ich immer aus meinem Program-Counter, der ist ganz links. Und der muss jedes Mal um 4 inkrementiert werden, deswegen hier die Fixleitung. Bei Sprungbefehlen muss ich natürlich diesen Program-Counter nochmal separat berechnen und ich muss ihn modifizieren. Zweite Sache, die wichtig ist, dass wenn ich hier aus der ALU etwas berechnet habe, dass die Ergebnisse wieder zurückgeleitet werden müssen in die Register, zum Lesen oder zum Speichern in die entsprechenden Register. Dann kommen wir zur DLX-Pipeline nochmal. Ich glaube, oberflächlich habe ich das in der Vorlesung schon behandelt. Hier nochmal zur Wiederholung die 5 verschiedenen Phasen der DLX-Pipeline. Einmal der Instruction Fetch, das heißt, ich hole meinen Befehl aus meinem Speicher. Der Instruction Decode und Register Fetch. Ich dekodiere meinen Befehl, ich stelle fest, was dieser Befehl macht und hole mir die entsprechenden Register, die ich zur Ausführung dieses Befehls benötige. Execution und Address Calculation. In dem Fall würde ich entweder die arithmetische Operation durchführen oder ich würde die Adresse, also das Register plus Offset hier berechnen, um dann auf den Speicher zugreifen zu können, also an die richtige Stelle im Speicher zugreifen zu können. Memory Access ist die 4. Phase, das heißt, hier habe ich Zugriff auf meinen Speicher und in der letzten Phase, meiner Write-Back-Phase, mache ich mein Ergebnis persistent, das heißt, ich schreibe es zurück ins Register. Wenn wir uns jetzt die Zykluszeit angucken, entspricht jetzt jede Spalte hier einem Takt. Das heißt, ich bin hier im ersten Takt, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt, fünfter Takt. Im fünften Takt ist meine Pipeline gefüllt. Wenn ich das Schaubild jetzt vertikal interpretiere, also von unten nach oben betrachte, dann ist das meine gesamte Pipeline-Stufe. Also das, was wir vorher hier gesehen haben, ist dann gefüllt genau das hier. Ja, das heißt, ich habe den 5. Befehl, der in meiner Instruction-Fetch-Phase sich befindet, wird im EF-Teil bereits geladen. Im 2. Abschnitt, in meiner Instruction-Decode- und Register-Fetch-Phase, befindet sich der 4. Befehl. Im gleichen Zeitpunkt wird der 3. Befehl ausgeführt. Der 2. Befehl hat gerade einen Speicherzugriff und der 1. Befehl sollte hier schon fertig sein und schreibt gerade sein Ergebnis zurück in das Register. Also, wenn man sich jetzt diesen grünlichen Balken anguckt, kann man den so interpretieren, dass der jetzt in jedem Takt eins nach rechts wandert. Ja? So. Das heißt, wie sieht es mit meinem Durchsatz aus? Ich habe ja gesagt, dieser Balken wandert jeden Takt eine Spalte nach rechts. Das heißt, in jedem Zeitpunkt habe ich einen Befehl, der ausgeführt wird. Das heißt, pro Taktzyklus wird auch ein Befehl beendet, mit Ausnahme am Anfang. Am Anfang muss ich meine Pipeline noch füllen und bevor meine Pipeline nicht gefüllt ist, das heißt, wenn jetzt dieser Balken weiter links ist, habe ich ja hier noch 2 Phasen, wo noch nichts passiert. Ja? Wenn ich von dieser Anfangsphase absehe, also bis zu dieser 5. Zyklusphase, produziere ich tatsächlich in jedem Takt, arbeite ich einen Befehl ab. Ja? Das heißt, ein Befehl liefert mir das Ergebnis und ist dann komplett ausgeführt. So, wenn wir uns das hier nochmal angucken mit dem Zyklus, Befehl 1 befindet sich hier in der Instruction-Fetch-Phase, wandert dann weiter in die Instruction-Decode
und Register Fetch Phase. Zur gleichen Zeit wird der Befehl 2 in Instruction Fetch Phase gezogen. Was wir hier nochmal sehen, das ist auch ganz wichtig, sind unsere Pipeline-Register. Die sollen dazu dienen, dass Daten, die Registerinhalte, die nichts mit dem vorherigen Befehl zu tun haben, dass die getrennt werden. Deswegen sieht man auch hier, hat man dieses IFID. Das heißt, links davon habe ich meinen Instruction-Fetch-Bereich, rechts davon meinen Instruction-Decode. Und der Instruction-Decode geht bis zu diesem Pipeline-Register und leitet dann die Execute-Phase ein. Und hier habe ich wieder nochmal die Abtrennung nach MEM. Und nach MEM habe ich die Write-Back-Phase, wo das Ergebnis nur noch zurückgeschrieben wird. Am Anfang könnte man jetzt so interpretieren, dass der Program-Counter mein erstes Register wäre. Ja? Der trennt nämlich auch den ersten Bereich ab vom Rest der Stufen. Also, pro Zyklus wird ein Befehl durchgeschoben, das heißt in Zyklus 5 ist das erste Mal meine Pipeline voll. Danach kommt der sechste Befehl, wird reingeladen und der erste Befehl wird ausgelagert. Das heißt, der erste Befehl ist in Zyklus 6 abgeschlossen und ab hier produziere ich dann tatsächlich pro Tag immer einen Befehl. So, kommen wir zu Pipeline-Konflikten. Dieses System kann natürlich Probleme mit sich bringen. Sollte klar sein, wenn ich Befehle habe, die voneinander abhängig sind. Das heißt, wenn ein Befehl ein Resultat produziert, das vom nächsten Befehl benötigt wird, dann habe ich natürlich ein Problem, weil es eventuell in diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht zur Verfügung steht. Um diese Konflikte besser behandeln zu können oder die Probleme, die dann durch diese Konflikte auftreten können, nochmal besser behandeln zu können, müssen wir natürlich hier kategorisieren. Wir sagen erstmal, es gibt Datenkonflikte. Diese treten auf, also generell gesprochen jetzt gibt es Datenkonflikte, die treten auf, wenn ein Operand in der Pipeline noch nicht zur Verfügung steht, aber benötigt wird. Und diese Konflikte können durch Datenabhängigkeiten im Befehlstrom entstehen. Dann kann es zu Struktur- und Ressourcenkonflikten kommen. Die treten auf, wenn zwei Pipeline-Stufen dieselbe Ressource benötigen, diese aber nur von einer benutzt werden kann. Und Steuerflusskonflikte, wenn wir irgendwelche Sprungbefehle haben, zum Beispiel, die bedingt sind und wir wissen noch nicht, ob dieser Sprung genommen werden muss oder nicht genommen werden muss. Oder wenn die Zieladresse dieses Sprungbefehls bei einem unbedingten Sprung erst noch berechnet werden muss. Ja? Konkret heißt das für uns, für unsere DLX-Pipeline, Datenkonflikte unterteilen wir nochmal in drei Kategorien. Einmal Raw, War und War. Oder auch anders gesprochen Read After Write, Write After Write und Write After Read. So, für die erste Kategorie, also für Read After Write, haben wir hier ein Problem. Wir haben nämlich einen Befehl, der in der Phase I plus 1 oder I plus N einen Wert benötigt, der vorher in dem Befehl, der im Takt I ausgeführt wurde, benötigt. Und dieser Wert kann oder kann auch nicht zur Verfügung stehen in dem Zeitpunkt. Erstmal benennen wir dies nur als Problem. Write after write kann in der DLX-Pipeline nicht zu einem Konflikt führen, weil die DLX-Pipeline nur in der Write-Back-Phase schreibt und die Write-Back-Phase ist sowieso immer nur von einem Befehl belegt. Write after read führt in der DLX-Pipeline konkret auch zu keinem Problem. Das heißt für uns, wenn wir jetzt das Konfliktpotenzial betrachten und wollen die Konflikte, die zu Problemen führen, auflösen, ist für uns eigentlich nur eine Kategorie wichtig und das ist dieses Read After Write. So, Steuerflusskonflikte führen auch in der DLX-Pipeline zu Problemen. Hier muss die Pipeline bei einer Verzweigung geleert werden und neu gefüllt werden. Das Problem ist, dass wir erst später in der Pipeline feststellen, ob der Sprung genommen werden muss oder nicht genommen werden muss, konkret in der Execute-Phase. Und da, wenn wir in der Execute-Phase sind, sind schon mindestens zwei Befehle nachgeladen. Ja? Und deswegen muss man da die Pipeline nochmal leeren. Ressourcenkonflikte generell gibt es in der DLX-Pipeline nicht, weil wir hier keine Ressourcenkonflikte haben. Ja? Es gibt keine Ressourcen, auf die jetzt nur eine Komponente zugreifen kann. Konkret, wenn wir komplexere Systeme betrachten, könnte das zum Beispiel eure Webcam sein. Wenn ihr jetzt zwei Prozesse im Starten habt und beide benötigen die Webcam, kann zum Beispiel sein, dass der eine dass die exklusive Zugriffsrechte hat, das heißt eine Komponente, die Zugriff auf die Webcam hat, verhindert dann, dass andere Komponenten ebenfalls Zugriff kriegen.
Das müsst ihr euch jetzt im kleineren Rahmen vorstellen. Ist natürlich möglich, dass wir dann irgendwelche Ressourcen haben, vielleicht konkret ein DMA-Controller oder sonstiges. Ja? Und da kann es zu Ressourcenkonflikten kommen. Konkret in der DLX-Pipeline tritt das nicht auf. So, jetzt benennen wir nochmal die drei Kategorien. Wir haben gesagt, es gibt die Datenkonflikte RAW, WAW und WAR. Für uns heißt jetzt der RAW, also der Read After Write, ist eine echte Abhängigkeit. Das heißt, wenn eine Instruktion inst 1 vor einer Instruktion inst 2 kommt und beide in ein Register, beziehungsweise der erste ins Register schreibt, von dem der zweite Befehl inst 2 dann liest, dann handelt es sich bei uns um eine echte Datenabhängigkeit und wir beziffern das hier als Delta T. Wenn bei zwei aufeinanderfolgenden Befehlen der erste Befehl in einem Register aus einem Register liest, das anschließend von der zweiten Instruktion überschrieben wird, dann reden wir von einer Gegenabhängigkeit oder Anti-Dependence, konkret Delta A. Und wenn wir zwei Befehle haben, wo beide Befehle das gleiche Register beschreiben, reden wir von einer Output-Dependence, hier konkret Delta O. So, damit haben wir so das Gröbste erklärt, was jetzt für uns wichtig ist, was wir wissen müssen, was wir verstehen müssen, um die folgenden Aufgaben zu lösen. Unsere Aufgabe A betrachtet jetzt ein Programmsegment, das einmal ein Load Word ausführt aus einer bestimmten Adresse, es im Register Tier einspeichert, nochmal ein Load Word ausführt aus einer Adresse B, das Ergebnis im Register T2 speichert, Addition und Multiplikation nochmal durchführt. Und wir gehen davon aus, dass A und B Konstanten sind und dass sie irgendwelche Speicheradressen darstellen. Wir gehen zusätzlich davon aus, dass das Programm sequenziell abgearbeitet wird, das heißt die Reihenfolge S1, S2, S3, S4 entspricht auch der Ausführreihenfolge. Und wir würden jetzt hier gerne betrachten, beziehungsweise würden wir hier gerne bestimmen, und zwar alle Daten- und Steuerflussabhängigkeiten dieses Programmstücks. Dazu schreiben wir das Programm noch mal ein bisschen verteilt auf, einfach nur, damit ein bisschen mehr Platz ist, ein bisschen übersichtlicher das Ganze wird, dass man nicht so viel nicht erkennt. Jetzt würden wir anfangen normalerweise mit der ersten echten Abhängigkeit, das heißt, wir haben ein Register, das beschrieben wird und anschließend gelesen wird. Nochmal zur Wiederholung, wir haben gesagt, der Befehl heißt LW, Load Word. Lasst euch davon aber nicht verwirren, der Befehl liest aus dem Speicher, schreibt aber in ein Register. Ja? Store Word, genau das Gegenteil, liest aus dem Register und schreibt es in den Speicher. Das heißt, wir haben hier ein Read, also hier wäre mein Read, das nehmen wir schwarz. Das da oben ist mein Read, das da oben ist mein Write. Also habe ich ein Read after Write. Und wie gesagt, wir haben es, vielleicht schreiben wir es einfach dahinter. Wie gesagt, handelt es sich bei uns dabei um eine echte Abhängigkeit, also Delta T. Die zweite Abhängigkeit, also das war der erste Befehl, zweiter Befehl, dritter Befehl, vierter Befehl. Um die Abhängigkeiten zu bestimmen, betrachten wir das gesamte Programmstück. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob der Befehl direkt auf den ersten Befehl folgt oder ob da noch mehrere Befehle dazwischen sind. Sobald die Register die Abhängigkeiten haben, müssen wir das hier aufzählen. Also, T1 haben wir gesagt, hier lesen, schreiben. Hier ebenfalls T1 wird gelesen, da oben wird es geschrieben. Das heißt, auch hier haben wir eine echte Abhängigkeit. Langen Hals machen muss. So. Wenn T1 geschrieben wird und später nochmal geschrieben wird, handelt es sich um eine Ausgabeabhängigkeit, also in unserem Fall Delta O. Dann haben wir hier zwischen dem zweiten Befehl T2, was hier ebenfalls beschrieben wird und hier gelesen wird, also auch eine echte Abhängigkeit. Selbes Register, auch da unten
zum nächsten Befehl, wo auch T2 wieder gelesen wird, also auch eine echte Abhängigkeit. Hier nochmal eine Ausgabeabhängigkeit. Ich beschreibe T2 hier ebenfalls im zweiten Befehl, wie im dritten. Und die letzte Abhängigkeit, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist T2 nach T2 hier. Das heißt, ich schreibe und lese, also wieder read after write. Ah, eine haben wir noch vergessen, Antidependence. Also lesen und danach schreiben ist dann aus der dritten Kategorie, Antidependency, haben wir hier Tier 1. Steuerflussabhängigkeiten haben wir hier keine. Weiß jemand warum? Offensichtliche Frage. Ich möchte nur eure Aufmerksamkeit. Wer weiß, warum da keine Steuerflussabhängigkeiten sind? Gibt keine Sprungbefehle. Genau. Gibt keine Sprungbefehle, deswegen auch keine Steuerflussabhängigkeiten. So. Wir haben gesagt, das sind unsere Abhängigkeiten. Jetzt können Abhängigkeiten zu Konflikten führen und wir müssen jetzt natürlich auch feststellen, welche dieser Abhängigkeiten tatsächlich zu Pipeline-Konflikten führen. Dazu haben wir hier nochmal die Pipeline-Stufen und jeweils die entsprechenden Befehle davor aufgelistet. Nochmal zur Erinnerung, wir haben gesagt, wenn Register zurückgespeichert werden in der DLX-Pipeline, passiert das in der ersten Takthälfte der Write-Back-Phase. Register, auf die zugegriffen wird, werden aber in der zweiten Takthälfte vom IDRF, Instruction Decode Register Fetch, benötigt. Das heißt, hier haben wir eine Verbindung oder die Abhängigkeit von T1 zu T1 haben wir hier dadurch, dass wir hier T1 schreiben. Das Schreiben ist dann in der zweiten, nach der ersten Takthälfte beendet und hier wird das T1 zum Lesen nochmal benötigt, also in der zweiten Takthälfte vom dritten Befehl. Gehen wir kurz nochmal zurück. Also wir hatten hier 1, 2, 3, 4 True Dependencies. Wir hatten 2 Output Dependencies und eine Anti-Dependency. Jetzt tragen wir diese Dependencies einfach hier in das Diagramm nochmal ein. Das war die erste Abhängigkeit von T1 zwischen dem ersten und dem dritten Befehl. Es gab eine True Dependency zwischen dem zweiten und dritten Befehl, auch hier, in diesem Fall T2. Und vom zweiten zum vierten und vom dritten zum vierten jeweils mit Schreiben, Lesen, T2. Ja? So. Wir hatten hier nochmal die grüne, also nach Write Back wird hier nochmal T1 benötigt oder überschrieben. Aber hier sehen wir, dass es, selbst wenn hier eine Abhängigkeit wäre, die zu einem Konflikt führen würde, hätten wir hier kein Problem. Also, die wieder weg. Die ist nicht wichtig für uns. In der DLX-Pipeline betrachten wir jetzt nur zur Konfliktbetrachtung, schauen wir nur auf unsere echten Abhängigkeiten. So, Abhängigkeiten haben wir jetzt bestimmt und wir haben die Konflikte bestimmt. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel, ich habe hier ein Ergebnis im ersten Befehl, das im dritten Befehl hier benötigt wird, rein zeitlich, weil wenn ich jetzt die Zeitachse betrachte, zeichnen wir das mal rein. Das hier ist ja meine Zeitachse. Komme ich nicht hin. Ja? Das heißt, das Ergebnis, was mir hier produziert wird, brauche ich hier in der Vergangenheit. Und wird nicht funktionieren. Das heißt, hier wird ein falscher Wert reingeladen oder der vorherige Wert des Registers wird hier reingeladen. Folglich hätte ich bei normaler Ausführung hätte ich hier ein Problem. Ich hätte einfach falsche Ergebnisse. Um das zu verhindern, wollen wir jetzt NOP-Befehle, also No-Operation-Befehle einführen. Das heißt, das sind Befehle, die nichts machen, die Pipeline einfach besetzen in der Stufe, in der entsprechenden Stufe und keinerlei Operation ausführen. Und wir brauchen diese Befehle, um einfach Pausen einzufügen. Ja? Also konkret, wie sieht das aus? Hier nochmal zur Erinnerung das Schaubild. Wir haben jetzt den ersten Befehl. Müssen wir wieder zur Seite.
Wir fangen jetzt mit dem ersten Befehl an und laden den in die Pipeline. Und wir brauchen zwischen dem ersten und dem zweiten Befehl haben wir keinerlei Abhängigkeiten. Das heißt, wir können direkt danach den zweiten Befehl aufführen. Jetzt beim dritten Befehl wird es ein bisschen tricky. Das muss man überlegen. Ich habe eine Abhängigkeit zwischen dem ersten und dem dritten Befehl. Und nach dieser Abhängigkeit müsste ich bei normaler Ausführung den dritten Befehl um eins nach rechts verschieben. Ja? Das heißt, der dritte Befehl müsste die Ausführreihenfolge haben, müsste dort stehen, wo der vierte Befehl steht eigentlich. Ja? Weil dann haben wir diese Verbindung, würde dann so aussehen und dann hätten wir keine Probleme. Um das zu bewerkstelligen, fügen wir hier einen NOP ein, also eine NO-Operation. Dadurch verschiebt sich die Ausführung, der regulär dritte Befehl rutscht als vierter Befehl rein, der vierte Befehl wird zum fünften Befehl, der dann da weiter unten wäre. Und wir haben als dritten Befehl haben wir dann die NO-Operation. So, das wäre dann der andere Befehl. Da hinten irgendwas, right back. Okay. Damit haben wir ein Problem gelöst, und zwar die Abhängigkeit zwischen dem ersten und dem dritten Befehl, und zwar mit dem Register T1. Jetzt habe ich aber hier noch eine zweite Abhängigkeit. Ich habe noch hier in der Write-Back-Phase schreibe ich T2 und benötige T2 zum Lesen. Dass dieser rote Pfeil hier macht mir hier nochmal Probleme. Wenn ich jetzt nämlich die Ausführung um 1 verzögere, wandert der Pfeil hierhin. So. Und auch das ist ein Konflikt. Das heißt, auch hier habe ich nochmal das Problem, dass ich auf alte Werte zugreifen würde. Das heißt, in dem Fall muss ich dann nochmal einen NOP einfügen. Wenn ich ein zweites NOP einfüge, dann ist die Position des dritten Befehls, der regulär jetzt hier gewesen wäre, ist an dieser Stelle. Das heißt, dieser Konflikt muss die Werte hierhin weiterleiten und nach diesem Konflikt müsste ich hierhin weiterleiten. Das heißt, hier funktioniert die korrekte Ausführung dann. So, ich kann dann meinen dritten Befehl endlich aufführen und muss jetzt überprüfen natürlich, wann kann ich meinen vierten Befehl aufführen. Der vierte Befehl, wenn ich jetzt zwischen 3 und 4 gucke, haben wir bei der regulären Ausführung, haben wir auch hier zwei Konflikte, die für uns eine Rolle spielen. Einmal dieser Konflikt, einmal dieser Konflikt. Da wir jetzt beim zweiten Befehl und dem vierten, also zwischen dem zweiten und dem vierten Befehl, da wir hier schon zwei NOPs eingefügt haben, ist ja dieser Konflikt nicht mehr wichtig. Ja? Ich habe hier kein Problem mehr mit diesem Konflikt. Wohl aber mit diesem Konflikt, denn auch hier habe ich wieder das Problem, dass ich mindestens zwei NOPs einfügen müsste, um eine korrekte Ausführung zu gewährleisten. Und genau das machen wir hier, wir fügen zwei NOPs ein und können dann den letzten und vierten Befehl aufführen. So, Stichwort Load Forwarding und Result Forwarding. Ich glaube, wurde in der Vorlesung behandelt, was es ist. Weiß jemand nicht, was Load Forwarding und Result Forwarding bedeutet? Weiß jeder? Super. Überspringe ich die nächsten Folien? Kennt ihr schon? Aber zur Vollständigkeit halber machen wir es trotzdem rein. Es gibt ja noch Studenten, die die Übung nicht besuchen und dann aus den Folien lernen wollen. Also, so sehen unsere Phasen aus. Result Forwarding heißt konkret, dass ich Ergebnisse meiner ALU, die ich berechnet habe, direkt an den Eingang der ALU weiterleiten kann. Wenn ich die Hardware betrachte, würde die Loop so aussehen. Bei hintereinander auszuführenden Befehlen habe ich natürlich hier den Shortcut, dass ich direkt danach hier runter verbinden kann. Konkret heißt das für zwei hintereinander folgende Befehle, die jetzt den Konflikt haben, dass das Ergebnis aus der Execute-Phase am Anfang der Execute-Phase benötigt wird, bräuchte ich hier gar keine Delays mehr reinmachen. Ich bräuchte keine NOPs mehr reinmachen. Ja? Ich könnte direkt die Befehle hintereinander aufführen
und die Ausführung wäre hier korrekt. Load Forwarding bedeutet, wenn ich aus dem Speicher etwas lade, übergehe ich den Weg zum Schreiben ins Register und leite direkt das Ergebnis an den Anfang der ALU weiter, also an den Anfang der Execute-Phase. Hier kann ich nicht die Befehle hintereinander schalten. Wenn ich jetzt nämlich den zweiten Befehl hier, also nochmal, das ist ja die Zeitachse, ich müsste hier in dieser Ausführung müsste ich das Ergebnis in die Vergangenheit schicken, das geht nicht. Das heißt, hier muss ich mindestens einen Knopf trotzdem nochmal einfügen, um auch hier eine korrekte Ausführung zu gewährleisten. In der Theorie klingt das alles natürlich ganz toll. Warum macht man das nicht immer? Natürlich jede Annehmlichkeit ist natürlich noch mit, hat bestimmte Konsequenzen für uns. In dem Fall ist es einfach ein erhöhter Aufwand für die ganze Forwarding-Logik. Ich muss ja nicht nur betrachten, also erstmal brauche ich Steuerleitungen und Datenleitungen, die wieder zurückkoppeln. Und ich brauche natürlich auch, muss natürlich auch Bedingungen betrachten, wo ich nicht den direkt danach auszuführenden Befehl, sondern vielleicht im zweiten Befehl etwas forwarden muss, Load forwarden oder Result forwarden muss. Auch hier muss dann natürlich die Hardware in der Lage sein, das auszuführen. Also, erhöhter Aufwand. Konkret aber für unser Beispiel, was bedeutet das hier? Also erster und zweiter Befehl ändert sich nichts, da haben sich auch die Konflikte nicht geändert oder die Abhängigkeiten nicht geändert. Das heißt, hier können auch weiterhin keine Konflikte auftreten. Ich betrachte jetzt aber die Abhängigkeit zwischen dem ersten und dritten und zwischen dem zweiten und dritten Befehl. Also, wir sagen nochmal hier, ich lade etwas aus dem Speicher, passiert hier, ich lade hier etwas aus dem Speicher. Und wenn ich es aus dem Speicher geladen habe, muss ich es zurückschreiben. Und bevor ich es zurückschreibe, kann ich es aber direkt an den Anfang der Execute-Phase weitergeben. Stellt hier kein Problem dar, weil ich an der Ende der Write-Back-Phase, beziehungsweise am Anfang der Write-Back-Phase, an den Anfang der Execute-Phase weiterleiten muss. Das heißt, hier habe ich kein Problem. Wenn ich jetzt aber den zweiten Befehl angucke, habe ich mein Datum aus dem Speicher gelesen nach der MEM-Phase, benötige es aber am Anfang der Execute-Phase. Das trotz Forwarding muss ich ja trotzdem nochmal einen Knob einfügen. Hier reicht aber auch ein Knob und ich kann direkt den dritten Befehl hinterher schmeißen. Wir haben jetzt das Load Forwarding angewendet. Ja, wichtig. Der dritte Konflikt zwischen dem dritten und dem vierten Befehl besteht darin, dass ich jetzt hier ein Register benötige, das hier beschrieben wird, und zwar T2. Das kann ich jetzt direkt nach der Execute-Phase abgreifen und an den Anfang der Execute-Phase weitergeben. Damit habe ich wiederum kein Problem. Ich habe hier ein Register T2, das ich aus dem Speicher lade. Das ist am Ende der MEM-Phase fertig und muss an den Anfang der Execute-Phase weiterleiten. Das heißt, hier ist auch kein Problem. Das heißt, ich kann hier direkt den vierten Befehl hinterher schmeißen. So, Resultat. Erhöhter Hardwareaufwand. Ich habe jetzt aber im Vergleich zu vorher, habe ich mir 3 Knobs gespart. Das heißt, ich bin noch 3 Takte vorher fertig. Ja? Also ich bin effizienter. Soweit so klar. Irgendjemand Fragen? Keine Fragen? Machen wir mal zügig weiter. Irgendjemand? Da. Sowas? Also vom Ende der MEM-Phase in den Anfang der MEM-Phase willst du leiten, als Forwarding-Technik. Okay, also ich glaube, wenn du jetzt dich konkret aufs Übungsblatt beziehst, dann glaube ich jetzt nur die Forwarding-Techniken, die wir jetzt auch aufgezählt haben. Natürlich kann man spezielle Sachen immer erweitern. Ja, das heißt, wenn der Bedarf da ist, dass man sagt, es bringt uns einen Vorteil, dass wir tatsächlich, wenn wir viele Lese- und Schreiboperationen hintereinander haben, so verstehe ich dich, glaube ich, auch, dass man hier einen Forwarding-Schritt nochmal baut, dass man quasi das Ergebnis direkt an den Anfang der MEM-Phase nochmal umleitet, wäre möglich, ist natürlich nochmal erhöhter Hardwareaufwand. Ja? Konkret fürs Übungsblatt würde ich das nicht machen. Da ist es nicht vorgesehen. Okay. Sonst noch jemand? Gut.
Dann machen wir weiter. So, nächstes Programmstück. Ich lade T1 aus meinem Speicher, lade T2 aus meinem Speicher, addiere sie zusammen, speichere das Ergebnis in T3, addiere nochmal 8 auf T2, speichere es in T1 und so weiter. Irgendein Programmstück, das hier ausgeführt wird. Sinn und Zweck dieses Programmstückes interessiert uns nicht wirklich. Ja, wir wollen nicht wissen, was das Programm macht, sondern in dem Fall, was wir tatsächlich wissen wollen, ist, wo sind unsere Abhängigkeiten und welche Abhängigkeiten führen zu Konflikten. So. Machen wir eine schöne Fragerunde. Wer kann mir eine Abhängigkeit nennen? Und ich würde vorschlagen, dass wir mit echten Abhängigkeiten anfangen, also lesen, nachschreiben. Irgendjemand? Read after write? Meldet sich noch? Nee, ist nur die Hand am Laptop. Also, vielleicht zum Eingewöhnen. Wie fangen wir hier an? Zwischen 2 und 3, welches Register? T2. Du schreibst hier in T2 und liest hier aus T2. Genau. Und das wäre was für eine Abhängigkeit? Read after write, und wie haben wir es genannt, diese Abhängigkeit? Echte Abhängigkeit, also dt, ja, also delta t. Vorgehensweise hier wäre, dass wir jetzt erstmal betrachten t1 im ersten Befehl. T1 wird hier geschrieben. Wie er schon richtig erkannt hat, t1 schreiben wir hier, und wir wollen jetzt danach nochmal wissen, wo wird überall t1 gelesen, ja. Das findet einmal hier statt. Und das war's dann auch schon. Das heißt, ich habe eine echte Abhängigkeit von S1 nach S3. T1. So, finde ich jetzt noch irgendwo etwas, wo T1 gelesen wird? Also ich suche jetzt alle meine echten Abhängigkeiten. Das heißt, ich habe jetzt das Register T1 identifiziert. T1 wird im ersten Befehl beschrieben. Und ich suche jetzt irgendeinen Befehl danach, der aus T1 liest. Beispiel hier wäre 3. Wir haben ja gesagt, die Syntax ist immer Zielregister ist gleich Register 1 und Register 2 irgendwas miteinander gemacht, in diesem Fall addiert. Also T3 ist gleich T2 plus T1. In dem Fall müsste ich aus T1 den Wert lesen. Findet noch irgendjemand einen Befehl, der T1 liest? S9. Warum S9? Genau, es ist ein Store-Word und man muss von T1 lesen. So. Das heißt, hier könnt ihr nicht den Autopilot einschalten und einfach Schema F. Ich nehme das hier links und suche alles andere auf der rechten Seite. So funktioniert es nicht ganz, so funktioniert es noch ein bisschen. Man vergisst dann bestimmte Befehle. Da müsst ihr also quasi noch eine Zusatzregel euch merken und sagen, bei Store-Word muss ich nochmal vorne gucken. Könnte man so machen. So, das heißt, ich habe jetzt hier meine zweite Abhängigkeit zwischen S1 und S9. Auch hier Register 1. Wir müssen voll malen. Machen wir es voll. So. Für T1 finde ich nichts mehr. Das heißt, ich gehe weiter. Zweiten Befehl T2. T2, ich lese hier und ich lese da. Also auch hier echte Abhängigkeiten.
Ich würde dann aufschreiben S2 abhängig mit S3 über das Register T2. Ich würde aufschreiben S2 abhängig mit S4 auch über T2 und ich würde aufschreiben S2 abhängig mit S6 auch hier Register T2. So, ich gehe jetzt einfach Schritt für Schritt durch mein Programmsegment, markiere mir immer die Register, die geschrieben werden und suche im unteren Code-Fragment nach diesen Registern und versuche zu identifizieren, wann denn hier ein Lesen nach dem Schreiben stattfindet. Das sind dann meine ganzen echten Abhängigkeiten, also meine DTs. Im zweiten Schritt betrachte ich meine Anti-Dependencies. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Klausur, wenn da dran steht, zählen Sie bitte alle Abhängigkeiten auf, ja, dann reicht es nicht, nur die echten Abhängigkeiten aufzuzählen, sondern wir wollen dann tatsächlich auch wissen, was sind die Gegenabhängigkeiten, was sind die Ausgabeabhängigkeiten. Das heißt, hier ist einfach nur eine Analyse notwendig, welche Abhängigkeiten bestehen, auch wenn im Fall der DLX-Pipeline zum Beispiel diese Abhängigkeiten nicht zu Konflikten führen können. So, meine erste Anti-Dependency. Du hast noch eine Frage zu True Dependencies. Okay. Demnach ist S1 nicht von S. Die Abhängigkeit ist trotzdem da. Also, nochmal. Abhängigkeit führt nicht unbedingt zu einem Konflikt. In unserem Fall würde das natürlich zu keinem Konflikt führen, wenn ich dieses S1, also hier wird sowieso gelesen, aber, also euer Kommilitone sagt, hier in S4 wird T1 ja nochmal neu beschrieben, nachdem wir hier S1, T1 beschrieben haben, nochmal damit alle die Frage hören. Und in S9 will ich ja T1 lesen, das heißt, die Abhängigkeit müsste ja dann eigentlich, wenn, dann von S4 nach S9 sein und dürfte nicht mehr von S1 nach S9 sein. Richtig? Genau. Also, Abhängigkeiten sind immer da, die bestehen. Die müssen nicht unbedingt zu Konflikten führen. Das heißt, wenn es dann heißt, macht eine Abhängigkeitsanalyse, dann müsst ihr natürlich auch sehen, dass da Abhängigkeiten da sind. Ob die jetzt in unserem Fall zu Konflikten führen, natürlich führen sie zu keinen Konflikten, wie du schon richtig gesagt hast. Wenn man das neu beschreibt, dann hat das ja mit dem ersten Befehl wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Nun, es gibt aber, was ihr nicht vergessen dürft, es gibt auch kompliziertere Pipelines. Also in unserem Fall der DLX-Pipeline haben wir eine 5-stufige Pipeline. Wenn ihr in modernen Prozessoren nachguckt, wie die Pipelines dort aussehen, die sind weitaus komplexer und wir reden da nicht nur von 5 Stufen, wir reden da vielleicht von 20 oder 25 Stufen, in denen irgendetwas passiert, ja, also alles Mögliche passieren kann. Und es ist nicht immer ganz ersichtlich, was jetzt da, welche Abhängigkeiten dann zu Konflikten führen oder nicht. Das heißt, das muss man dann tatsächlich auch genau analysieren und sagen, hier besteht eine Abhängigkeit, bitte einmal nachprüfen, ob diese Abhängigkeit auch zu einem Konflikt führt. Ja. Natürlich hast du recht, in unserem Fall wäre das egal, aber natürlich zur Vollständigkeit halber müssen wir trotzdem alle Abhängigkeiten aufzählen. Okay. Jetzt machen wir einen Spickzettel gucken, wo die ganzen Abhängigkeiten waren. Nächste Frage. S6 und S8. Warte. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Also, klar, hier fehlt noch ein bisschen was. Nur schemenhaft, damit wir wissen, wie wir vorgehen müssen. Ich habe natürlich auf der nächsten Folie habe ich natürlich alle Abhängigkeiten nochmal aufgelistet. Da könnt ihr dann nochmal nachgucken, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht vorwärts spulen und spoilern. Ja? Deswegen erstmal nur die Vorgehensweise, wie wir vorgehen. So.
DT, DT. Fangen wir erstmal mit DO an. Also fangen wir mit der einfachen an. Ausgabeabhängigkeiten. Schreiben nach dem Schreiben. Sieht irgendjemand die eine oder mehrere Ausgabeabhängigkeiten? Eigentlich hast du es schon gesagt. Ja. Wir haben ja in S1 und S4 haben wir jeweils einen Schreibzugriff auf T1. Das heißt, in diesem Fall haben wir tatsächlich auch hier eine Output Dependency, also S1 nach S4 mit E1. Gibt es jetzt noch Gegenabhängigkeiten? Also, dass etwas gelesen und danach geschrieben wird? Oder sind wir jetzt, also natürlich ist die Liste nicht vollständig, aber wir müssten jetzt natürlich der Vollständigkeit halber, müssten wir hier nochmal das hier betrachten. Und die Frage wäre jetzt, sieht irgendjemand eine Antidependency? S3 auf S4. Mit T1. Also. Lesen und schreiben. Was war das? DA? Delta A? Wo ist er? Wer hat sich gerade gemeldet gehabt? Du. Nee. Okay. Gut, das war jetzt nicht die, auf die ich hinaus wollte. Es gibt noch ein paar versteckte, nicht so offensichtliche. Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich das hier betrachte? Was passiert denn da? Das hier ist ja ein Speicher, ist eine Speicherstelle. Ich habe ein Zero-Register, das steht mir quasi für eine Null, und ich habe hier ein Offset, 1000. Und aus dieser Speicherstelle lese ich ja eben S1. Jetzt habe ich aber unten nochmal dieselbe Speicherstelle hier. Und in dem Fall schreibe ich auf diese Speicherstelle. Folglich gibt es ja hier eine Abhängigkeit. Was für eine Abhängigkeit wäre das? Also vielleicht anders gefragt. Wer ist dafür, dass da eine Abhängigkeit besteht? Ah, knappe 30%. Wer ist dagegen? Knappe 20% und 50% macht irgendwas am Laptop oder enthält sich. Okay. Also die Abhängigkeit wäre natürlich da. Also wir haben eine Antidependency. Das Problem ist natürlich hier, ich habe hier ein Register plus Offset. In dem Fall mit der Dollar Zero ist es natürlich offensichtlich, dass die Speicherstellen identisch sind. Und ich kann dann auch sagen, hier wird gelesen, da wird geschrieben, also ist ja offensichtlich eine Antidependency da. In einem normalen Programmstück kann ich das aber nicht machen, weil ich die Inhalte der Register ja nicht kenne. Ja? Das heißt, wenn ihr gefragt werdet nach den Abhängigkeiten, werden wir wahrscheinlich erstmal die Speicherabhängigkeiten ignorieren. Ja? Das heißt, ihr müsst die nicht separat nochmal aufzählen. Hier, um der Vollständigkeit halber nochmal alle Abhängigkeiten. Wir haben gesagt, wir gehen im ersten Befehl S1, legen wir das T1 fest. Gucken, wo sind alle Abhängigkeiten mit T1, zählen die auf, knüpfen uns den zweiten Befehl vor, identifizieren T2 als geschriebenes Register und schauen, wo T2 gelesen wird. Das sind in dem Fall nochmal zusätzlich zwei andere Befehle. Machen das gleiche mit S3, S4, S5, S6. Das heißt, hier habt ihr eine methodische Vorgehensweise, wie ihr alle Abhängigkeiten, in diesem Fall alle echten Abhängigkeiten herausbekommt.
Dasselbe kann ich damit Gegenabhängigkeiten machen. Ich identifiziere, wo ein Register gelesen wird, in unserem Fall T1, T2 zum Beispiel, T2, T1, würde dann weitermachen mit T2, würde dann weitermachen mit T3 hier und so weiter. Und gucke einfach im Code danach, wo dieses Register nochmal beschrieben wird, bekomme dann meine Anti-Dependencies und für die Output-Dependencies mache ich dasselbe nochmal. Und so kann ich methodisch alle Abhängigkeiten in meinem Code-Segment feststellen. Ja? Gut. Fragen? Keine. Machen wir weiter. Aufgabe 2.2. Nehmen Sie an, dass keine Forwarding-Technik implementiert sind und die auftretenden Pipeline-Konflikte durch Einfügen von NOPs behoben werden müssen. Und ergänzen Sie das obige Programm, sodass es korrekte Ergebnisse liefert. Wir dürfen dabei die Reihenfolge der Befehle nicht ändern und wir dürfen nur so wenig NOP-Befehle wie möglich einfügen. Also, hier war unser Code-Segment. Zur Erinnerung. Zur Erinnerung, KIT, weiß glaube ich jeder. Ja. Zur Erinnerung alle unsere echten Abhängigkeiten hier unten nochmal aufgelistet, weil für die DLX-Pipeline sind auch nur diese Konflikte zu beheben. Ja. Mist, gespoilert. Das sind aber die falschen Folien. Okay, macht nichts. Okay, irgendwas stimmt im Foliensatz nicht. Ich hatte die Folien nachbearbeitet, aber scheinbar sind die Änderungen jetzt nicht übertragen worden. Macht nichts, dann machen wir das von Hand nochmal. Wie wäre die Vorgehensweise? Oder kann sich irgendjemand überlegen, kann sich irgendjemand vorstellen, wie man hier vorgehen würde? Also, Zielsetzung nochmal. Wir möchten, dass Konflikte, die auftreten, gelöst werden, indem wir einfach NOPs einfügen. Und als Rahmenbedingungen wollen wir noch so wenig mögliche NOPs wie möglich einfügen. Ja? Und zweite Rahmenbedingung, wir dürfen die Reihenfolge der Befehlsausführung nicht ändern. Das heißt, wir dürfen Befehle nicht einfach umschieben. So. Kann sich irgendjemand, wie würdet ihr vorgehen? Keiner? Keiner eine Idee? Machen wir langsam, dass ich wiederholen kann, was du gesagt hast, damit es alle hören. Also den Zeilenabstand betrachten. Zwischen den einzelnen Instruktionen. Okay. Also, wie gehe ich jetzt vor? Wo würdest du jetzt anfangen? Mit welcher Abhängigkeit fangen wir an? S1, S3? Okay. Und jetzt haben wir, zwischen S3 und S1 haben wir einen Konflikt. Und was müssen wir jetzt machen? Zwei NOPs. Also hier. Hier zwei NOPs. Könnte man erstmal machen. Ist okay, wir können es auch Hightech. Ich kann es wieder löschen. Also wir können auch hier konzeptuell arbeiten. Zwei NOPs hier. Ja? Wieso zwei NOPs? Oder anders gefragt. Bei einer Direct Dependency, also bei einer echten Abhängigkeit, zwischen zwei Befehlen, die direkt aufeinander folgen. Wie viele NOPs müsste ich einfügen? Drei? Okay. Erinnern wir uns noch mal kurz dran, wie die Pipeline-Stufen aussahen?
Also Instruction Fetch, Instruction Decode, Register Fetch, Execute, Memphase und Write Back. Ja? Zweiter Befehl. Selbe wie oben, nur um 1 versetzt. IF, IDRF, Exe, Mem und Write Back. Wo haben wir gesagt, ist das Ergebnis fertig? Ist doch hier. Mitte der Write Back Phase. Ja? Und benötigen tue ich es ja hier. Also das Ergebnis muss hier hin. Ich glaube, wir haben jetzt keine Forwarding-Technik. Mal kurz gucken. Keine Forwarding-Technik, genau. Also. Also, nochmal auf die Skizze blicken. Wie viele Knobs brauchen wir? 2, genau. So, also, ist gut. Genauso würden wir es machen, wir können es aber noch ein bisschen optimieren. Ja? Und zwar haben wir gesagt, wir wollen so wenig Knobs wie möglich haben. Das heißt, idealerweise fange ich dort an, wo sich meine Knobs nicht vermeiden lassen. Und zwar bei direkt aufeinanderfolgenden Befehlen. Das heißt, ich suche jetzt in meiner True Dependency Liste, suche ich jetzt erstmal alle Befehle, die direkt aufeinanderfolgen. Das wäre zum Beispiel hier S2, S3. Ich habe S1, S9, da ist ziemlich viel Abstand. S2, S4 ist ein Abstand von 2. Könnte vielleicht noch wichtig sein. Markiere ich mir mal blau. S1, S3 sind potenziell auch 2 Abstand. Dann habe ich S3, S6, 3 Abstand. S4, S9 ist großer Abstand. S5, S7 habe ich einen Abstand von 2. Und S6, S8 habe ich einen Abstand von 2. Da unten verzerrter. So. Wenn ihr die Vorgabe habt, so wenig Knobs wie möglich einzufügen, dann fangt ihr dort an, wo sich die Knobs nicht vermeiden lassen. Und das ist in unserem konkreten Fall, es ist S2, S3. Das heißt, zwischen S2 und S3 füge ich jetzt 2 Knobs ein. Ja? Lässt sich nicht vermeiden. Ich brauche diese 2 Knobs an der Stelle. Und ich kann es nicht anders machen, da ich meine Zeilen, Codezeilen nicht ändern darf, nicht umtauschen darf. Und wir kommen auch gleich dazu, wieso man das machen kann. Da ich jetzt erstmal die Zeilen nicht umtauschen darf, muss ich hier 2 Knobs haben. Das heißt, zwischen S2 und S3 habe ich jetzt 2 Knobs eingefügt. Was bedeutet das jetzt für meine anderen Konflikte? Ich betrachte jetzt S. Also, vielleicht so. Mit den 2 Knobs habe ich das Problem hier gelöst. Ja? Abhängigkeit besteht immer noch, aber der Konflikt wird nicht mehr auftreten. Ich betrachte den Abstand zwischen S1 und S3. Da ich jetzt hier nochmal 2 Knobs habe, schreiben wir die einfach mal rein. Da jetzt hier nochmal 2 Knobs drinstehen, habe ich ja den Abstand von S1 nach S3, hier, habe ich ja erhöht. Da ist ja jetzt nicht mehr nur ein Befehl dazwischen, sondern da sind jetzt 3 Befehle dazwischen. Und mit 3 Befehlen, wir haben ja gesagt, ab 2 immer golden, ab 2 ist in Ordnung, funktioniert alles. Das heißt, bei 3 wird es erst recht funktionieren. Das heißt, dieses Problem ist auch gelöst. S1, S9 ist schon mal größer als 2. Wie gesagt, ab 2 sind wir korrekt, das heißt, diese ganzen Abhängigkeiten kann ich schon mal abhaken, die führen zu keinen Konflikten. Ich muss jetzt nur noch die blauen betrachten. S2, S4, hier, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Abstand, das heißt, dieses Problem ist auch gelöst. Und es bleiben noch 2 Abhängigkeiten, die jetzt vielleicht zu einem Konflikt führen können. Das ist einmal zwischen S5 und S7. Und das zweite wäre zwischen S6 und S8. Da wir hier einen Abstand haben von 2,
also beziehungsweise ein zusätzlicher Befehl zwischendrin ist, brauche ich noch einen zweiten zusätzlichen Befehl. Das heißt, zwischen 5 und 6 bräuchte ich einen NOP. Zwischen 5 und 7, Entschuldigung. Und ich habe die Möglichkeit, dieses NOP hier oder da einzufügen. Und zwischen S6 und S8 brauche ich nochmal einen NOP. Und das kann ich entweder hier einfügen oder da einfügen. Ja? Soweit klar? Versteht jeder, warum es zwei Positionen gibt, wo ich diese NOPs reintun kann? Wer kann es mir nochmal erklären? Wer hat es nicht verstanden? Du hast nicht verstanden? Warum? Du hast nicht aufgepasst. Ja, kann ich dir nicht helfen. Vielleicht doch, wer weiß. Also, fasse ich nochmal kurz zusammen für dich jetzt speziell. Und nächstes Mal frage ich dich nochmal nach, ob du das richtig verstanden hattest und ob du es gemerkt hast. Wir haben gesagt, wir brauchen mindestens einen Abstand von 2 zusätzlichen Befehlen, weil uns die direkte Ausführung ja nicht reicht. Ich brauche mindestens nochmal 2 Befehle zwischendrin. Das heißt, ich muss den Abstand von 2 auf 3 erhöhen in unserem Fall. Und natürlich spielt es ja keine Rolle, wie ich den Abstand erhöhe. Spielt den Prozessor, für den Prozessor, für die Pipeline spielt es gar keine Rolle. Das heißt, ich kann entweder direkt nach dem ersten Befehl kann ich noch einen zusätzlichen NOP einfügen oder nach dem Folgebefehl. In beiden Fällen habe ich den Abstand erhöht. In unserem Fall haben wir jetzt natürlich nochmal den Spezialfall, dass wir hier 2-mal zur Auswahl haben, an bestimmten Stellen einen NOP einzufügen. Einmal durch die S5-S7-Abhängigkeit und einmal durch die S6-S8-Abhängigkeit. Da ich aber so wenig NOPs wie möglich haben will, brauche ich natürlich, kann ich mir die NOP-Position nicht auswählen, kann ich mir nicht aussuchen, sondern ich muss es ganz gezielt an dieser Stelle einfügen. Weil wenn ich es hier einfüge, habe ich die Bedingung erfüllt und ich habe aber auch gleichzeitig diese Bedingung erfüllt und unser Constraint, das wir gesagt haben, wir wollen so wenig NOPs wie möglich einfügen, ist dann damit auch erledigt. Das heißt, hier ist die richtige Position, das NOP einzufügen. So, wenn wir Load Forwarding und Result Forwarding nochmal zusätzlich betrachten und sagen, mit diesen Funktionalitäten, wie sehe dann mein Code dann aus? Wie viele NOP-Befehle muss ich dann einfügen? Hier habe ich es reingemacht. Okay. Hi. Okay. Abhängigkeiten da unten. Wir haben gesagt, die kritischen sind hier nochmal rot und grün markiert. Wir haben gesagt, hier kommen 2 und hier kommt ein NOP rein. Das war unsere ursprüngliche Lösung. Okay. Wie viele NOPs brauche ich denn jetzt bei Load und Result Forwarding? Also die Lösung ist wahrscheinlich nicht richtig. Okay. Nochmal, Wiederholung. Wir haben gesagt, Result Forwarding findet hier statt. Das Ergebnisse, die in der Execute-Phase berechnet werden, können direkt an den Anfang der ALU weitergeleitet werden. Und wir haben gesagt, Load Forwarding findet so statt. Das Ergebnisse eines Speicherzugriffs direkt an den Anfang der ALU weitergeleitet werden können. Nochmal, das war unsere ursprüngliche Lösung mit 2 NOPs an der Stelle und einem NOP an dieser Stelle. Und die entsprechenden Abhängigkeiten waren diese hier und diese hier. Ja, so irgendwie. Okay. So, S2 nach S3 haben wir gesagt, ist eine echte Abhängigkeit. Wir haben jetzt aber nicht speziell definiert, wie diese Abhängigkeit zustande kommt. Was für eine Abhängigkeit wäre es und was für eine Art von Forwarding würde uns da weiterhelfen? Ja?
Machen wir Schnelldurchlauf. Ich glaube, Remotivation lässt schon ein bisschen nach hier. Wer ist noch motiviert? Yeah! Wer ist nicht mehr motiviert? Warum seid ihr nicht motiviert? Ja? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Willst du nicht wiederholen? Okay. Also, T2, in dem Fall ist ein Load-Store-Befehl, das heißt, ich bin hier nach der MEM-Phase erst fertig mit dem Laden von T2. Und ich benötige es aber direkt im nächsten Takt schon mal wieder. Dadurch, dass es ein Speicherzugriff ist, ist das Einzige, was mir hier weiterhilft, ist ein Load-Forwarding. Und das ist in unserem Fall der blaue Zweig hier, der uns hier weiterhilft. Ja. Und wenn wir jetzt das blaue Ding angucken, dann merken wir, dass wir eigentlich nur einen zusätzlichen NOP-Befehl hier brauchen. Das heißt, hier könnten wir dann einen streichen. Einen NOP streichen. Ja? Damit wäre das hier erfüllt. Die Frage wäre natürlich, ob uns S1, S3, ob das hier dann noch erfüllt ist mit T1. Wir laden hier T1 und benötigen hier T1 als Lesezugriff. Mit Load Forwarding habe ich auch hier den Vorteil, dass bereits ein Befehl zwischendrin ist, das heißt, dieses Problem ist auch gelöst. Das heißt, an dieser Stelle komme ich tatsächlich mit einem NOP aus. Wenn ich jetzt die zweite Stelle nochmal betrachte, haben wir hier eine arithmetische Operation. Ich berechne T5 nochmal neu. Hier berechne ich T4 neu, hier berechne ich T5 neu und hier muss ich von T4 lesen. Das heißt, normalerweise regulär bräuchte ich hier einen zusätzlichen Abstand. Gehen wir zurück nochmal. Das war das, was wir hier festgestellt hatten. Das war das, was wir hier festgestellt hatten. Ich brauche hier nochmal einen zusätzlichen Abstand und da nochmal einen zusätzlichen Abstand. Okay. So. S5, S7 mit T4. Kann ich mit Result Forwarding lösen? Hier bräuchte ich dann gar keinen Abstand mehr. Das heißt, wenn ich dieses NOP jetzt streiche, ist das hier trotzdem erfüllt. Ich kann es aber noch nicht direkt weglöschen, weil ich noch die andere Abhängigkeit auch noch überprüfen müsste. In dem Fall ist es S6 nach S8 mit T5. So. Und auch hier habe ich hier eine arithmetische Operation, das heißt, hier hilft mir das Result Forwarding weiter und ich kann T5 direkt berechnen. Das heißt, auch dieses NOP wird in dem Fall dann überflüssig. So, Resultat, wir haben hier ein NOP und ursprünglich drei Stück, sind wir runtergekommen auf einen NOP. Hört sich nicht viel an, aber wenn ihr jetzt überlegt, dass es 9 Zeilen Code sind und wir haben quasi von ursprünglich 9 plus 3, 12, sind wir jetzt runter auf 11 und dann haben wir vielleicht knappe 17% irgendwas eingespart. Okay? Nächste Aufgabe. Schauen wir mal, wie wir in der Zeit liegen. Ganz gut. Wir betrachten jetzt dieses Programmsegment. Wieder Inhalt ist eigentlich egal. Worauf wir uns jetzt konzentrieren wollen in dem Fall ist einmal, also vom Code her ist uns natürlich wichtig, dass hier eine Schleife stattfindet. Wir haben hier eine Loop, die mit einer Rücksprungbedingung dann sagt, geht zurück zu Loop. Wenn diese Rücksprungbedingung nicht erfüllt ist, läuft sie einfach weiter. Wichtig für uns sind einmal dieses Segment da oben, wo wir ein Read after Write haben. Und zwar mit T4. Das heißt, wir lesen T4, wir schreiben T4 und hier lesen wir T4 nochmal. Und der zweite Teil dieses Codesegments, wo wir aufgrund einer bestimmten Abbruchbedingung einen Sprungbefehl haben. Das heißt, hier haben wir zum ersten Mal eine Steuerflussabhängigkeit. Ja? Nochmal Read after Write nach einem Load-Befehl funktioniert so. Wir haben in der Write-Back-Phase, in der Mitte der Write-Back-Phase haben wir das Ergebnis und wir benötigen in der Mitte der Instruction Decode Register Fetch-Phase benötigen wir das Ergebnis. In diesem Fall tritt natürlich dieser Konflikt auf. Also der Konflikt, die Abhängigkeit führt in diesem Fall zu dem Konflikt, weil wir hier
direkt T4 schreiben, nachdem wir es bereits ausgelesen haben. Wir beschreiben es. Was steht da? LW schreibt T4. Ah. Also von der Ausführreihenfolge haben wir das Problem, dass wenn die zwei Befehle hintereinander kommen, nochmal, das hier ist die Zeitachse. Zeitachse. Das heißt, ich kann hier so viele Pfeile reinmalen, wie ich will. Ausgeführt wird vertikal. Das heißt, wenn hier das Ergebnis feststeht, wurde hier vorher schon der Inhalt des Registers T4 geladen. Das heißt, es ist ein alter Wert in T4, beziehungsweise das Lesen des Registers geht schneller als das Schreiben in dem Fass. So. Forwarding wollen wir machen und wir müssen hier, aber haben wir schon besprochen, also bei einem Load-Befehl, selbst bei einem Load-Befehl, haben wir hier das Problem, dass wir immer mindestens einen Knob dahinter hängen müssen, damit einfach das Alignment hier stimmt, das heißt, nach dem Lesen aus dem Speicher der Inhalt in die Execute-Phase übergeben werden kann. Wichtig hier ist jetzt, oder neu in diesem Fall ist jetzt, dass wir gesagt, wir haben ja bisher immer gesagt, wir fügen Knobs ein. Theoretisch ist es ja auch möglich, diesen Knob zu ersetzen. Und zwar durch einen anderen Befehl aus meiner Codeschleife, der vielleicht unabhängig ist von dem, was da vorher passiert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Befehl habe, der nichts mit T4 zu tun hat, der nichts mit der Speicherstelle zu tun hat, mit T5 und T3 und so weiter, dann kann ich diesen Befehl einfach hochschieben und anstatt des Knobs durch Umordnung meines Codes genau die gleiche gewünschte Funktion erreichen, nur mit dem großen Vorteil, dass ich natürlich keinen Leerlauf in meinem Pipeline habe. Die Steuerflussabhängigkeit, der zweite Teil des Codes, den wir betrachtet haben, ist einmal, also warum es kritisch für uns ist, ist einmal, dass hier wieder dieser Branch-Befehl kommt und danach ein Shift-Write-Logical-Immediate, also ein Shift-Write um eine Festwertzahl ausgeführt wird. Problem auch hier, dass die Dekodierung, Berechnung der Sprungzieladresse und die Rückschreibung in den Program-Counter in der ID-Stufe, also das ist unsere Annahme, trotzdem führt es zu einem Problem, da auch wenn wir hier in der ID-Stufe, also hier, die neue Sprungzieladresse berechnen können und selbst wenn wir dort den Program-Counter zurückschreiben können und auch festlegen können, ob wir jetzt springen oder nicht, selbst dann sind wir noch zu spät, weil hier schon der nächste Befehl geladen wird. Bei einer regulären Ausführung ohne irgendwelche Modifikationen würde das bedeuten, dass wenn dieser Branch-Befehl kommt, und nehmen wir mal an, der Branch-Befehl wird genommen, das heißt, der Sprung findet statt, das Programm würde jetzt wieder zurückspringen zum Loop, was da oben irgendwo war, dann wäre dieser Befehl schon in der Pipeline. Und durch dieses Shift-Write, was quasi nichts anderes ist als eine Division durch 4, würde sich der Inhalt von T1 ändern. Ja? Und statt vielleicht, dass die Schleife 10-mal durchläuft, läuft sie dann nur noch, statt dass sie 8-mal durchläuft, läuft sie dann nur noch 2-mal durch und beim nächsten Schritt bricht sie dann direkt ab. Ja? Das hier kommt dann zu einer fehlerhaften Ausführung. Deswegen ist ganz wichtig, dass immer ein Knob unabhängig vom Folgebefehl eingefügt werden muss bei einem Branch-Befehl. Ja? Wenn wir jetzt das Knob einfügen, dann sieht es so aus, dass der Knob-Befehl, also der grüne Befehl, hier auch dargestellt durch die grüne Pipeline, die Ausführung verzögert und verhindert, dass dieser Shift-Write-Befehl unabhängig davon, ob gesprungen wird oder nicht gesprungen wird, direkt in die Pipeline geladen wird. Auch hier, falls wir das hinkriegen, falls so ein Befehl existiert, den man dann statt des Knobs durch Umordnung ersetzen kann, können wir hier die Codezeilen ändern und dadurch die Ausführung ein bisschen beschleunigen. Wie würde das jetzt speziell in diesem Codefragment aussehen? Wir haben gesagt, wir haben jetzt hier zwei Knobs und jetzt wollen wir durch Umordnen, wollen wir diese Knobs ersetzen und unseren Code quasi vielleicht nicht leserlicher, aber dafür effizienter gestalten. So, dafür legen wir erstmal fest, um nachher eine Analyse machen zu können, wie viele Taktzyklen brauchen wir. Wir haben hier einen Takt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Takte.
Hier wird gesprungen, der wird nochmal reingeladen, das heißt, der NOP wird auch nochmal ausgeführt in der Pipeline. Das heißt, pro Schleifendurchlauf habe ich hier mindestens 8 Befehle, die abgearbeitet werden. Jetzt suche ich mir einen Befehl heraus, der unabhängig ist von den Befehlen zwischendrin, wo keine Abhängigkeiten bestehen. Und hier können wir den Befehl add immediate T1 mit T14, das ist quasi unser Schleifencounter, der jedes Mal um 4 inkrementiert wird, können wir uns hier aussuchen. Wenn wir hier die Umgebung betrachten, es gibt hier kein T1, da kein T1, also hier in der gesamten Umgebung, außer hier, gibt es jetzt kein T1 und hier wird T1 gelesen, da wird es auch nur gelesen, das heißt, hier gibt es gar keinen Konflikt. Das heißt, wir können hier ruhigen Gewissens, hier gibt es noch T1, da wird es nochmal gelesen. Wir könnten hier theoretisch ruhigen Gewissens die Zeilen tauschen, aber da wir jetzt festgestellt haben, dass es ja hier nochmal ein T1 gibt, da wir jetzt festgestellt haben, dass da nochmal T1 existiert, müssen wir unseren Code auch modifizieren. Das heißt, wir können nicht einfach diese Zeile, wo 4 auf T1 aufaddiert wird, nach oben verschieben, weil sich dann hier der Index ändern würde. Was wir aber machen könnten, wäre, dass wir hier das Offset ändern. Da wir wissen, in dem Fall ist T1 um den Wert 4 kleiner, beziehungsweise die Aufaddierung der 4 passiert hier schon vorher, kann ich hier mein Offset von 400 auf 396 ändern und kann den Befehl direkt mit dem NOP tauschen. Betrachten wir das untere Codesegment und sagen, okay, welcher Befehl kommt hier für dieses NOP in Frage, dann sehen wir hier, dass auch T5 und T1, T1 wird hier gelesen, hier wird T1 gelesen, hier wird es geschrieben, aber das kommt sowieso danach, das heißt, das spielt keine Rolle. In meiner Schleife habe ich hier tatsächlich T1, unabhängig T5, passt auch. Das heißt, hier könnte ich direkt tauschen und ich tausche einfach die Zeilen aus und entferne das NOP. Also es ist nicht nur tauschen, sondern das NOP wird ersetzt durch diese Codezeile. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe alle NOPs beseitigt und wenn wir jetzt nochmal eine Analyse machen und schauen, wie groß ist jetzt meine Schleife, ich komme von ursprünglich 8 Zeilen Code, die ausgeführt werden, komme ich runter auf 6 Zeilen Code pro Schleife. Je öfter die Schleife ausgeführt wird, desto mehr Vorteile habe ich hier natürlich. Nachteil kann natürlich sein, dass es manchmal der logische Zusammenhang vielleicht nicht mehr so leicht ersichtlich ist wie vorher, aber ich habe auf alle Fälle effizienteren Code. So, nächste Aufgabe, Aufgabe 4. Gegeben sei eine 5-stufige Pipeline. Ganz, ganz wichtig, wir reden jetzt nicht mehr von der DLX-Pipeline, das ist jetzt eine andere Pipeline. Und wir definieren die Pipeline so, dass wir sagen, sie besteht aus 5 Stufen mit jeweils Befehl holen, Befehl dekodieren, Operand holen, Operation ausführen und das Ergebnis speichern. Und wir betrachten jetzt das folgende sequentielle Programmstück, wo folgendes passiert. Addiere R1 zu R1, speichere das Ergebnis in R1, addiere R1 zu R1, speichere das Ergebnis in R2, addiere R1 zu R2 und speichere das Ergebnis in R2. Ja, nichts besonders Kompliziertes. Nochmal zur Erinnerung, wie die Pipeline-Stufen aussahen. Und wir definieren jetzt für diese Pipeline auch, dass erst am Ende der Ergebnisspeichernphase, also hier, der Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen ist und vorher ist noch der alte Wert drin, also ein Switch von alt zu neu, instant. Ein Instant-Switch von alt zu neu. Wenn wir jetzt sagen würden, wir führen diese Befehle einfach in der Reihenfolge, wie sie gegeben waren, führen wir sie aus und wir nehmen mal an, dass R1 und R2 jeweils mit 4 und 7 initialisiert sind. Nochmal zur Erinnerung, unten die Pipeline-Stufen, oben das Programmsegment. Was würde dann passieren? Wir betrachten den ersten Befehl. Es gibt eine Instruction Fetch, also Befehl-Holz-Phase, da wird der Befehl geholt. Es gibt eine Befehlsdekodierphase, da wird dann festgestellt, okay, es handelt sich hier um einen Additionsbefehl. Operanden holen, jetzt würden hier die Register ausgelesen werden. In dem Fall, da wir R1 und R1 holen und wir gesagt haben, R1 ist mit 4 initialisiert, wäre das 2 mal die 4. Operation Ausführphase wäre 4 plus 4, also diese Operanden zusammen addieren und dann das Ergebnis nach R1 speichern. So. Direkt danach kommt der zweite Befehl in die Pipeline. Ich hole mir den Befehl, ich sage, es ist eine Addition,
Ich sage, ich brauche Register R1 und R1. So. Und jetzt ist wichtig, erst hier ist ja R1 gleich 8. Und davor ist R1 4. Das heißt, in dieser Phase, wenn ich jetzt sage, hol mir diese Register oder die Inhalte der Register, habe ich hier noch alte Werte in den Registern stehen. Also ich habe die 4 in meinen Registern stehen. Ich führe die Operation aus, 4 plus 4, Ergebnis ist 8, schreibe es nach R2. Auch hier. Danach ist R2 8 und davor ist R2 7. Dritter Befehl, ich hole mir den Befehl, addiere, stell die Alu auf addieren, hol mir jetzt die Register und wenn wir jetzt hier in der Zeitachse gucken, also wenn wir hier in der Zeitachse gucken, haben wir R4 ist 4 und R2 ist 7. Also habe ich hier 4 und 7 als Operanden. Führe die Addition durch und komme dann zu dem Ergebnis, dass in meinem Zielregister R2 11 steht. Und vorher stand in R2, was stand in R2 drin vorher? 8. Warum? Ja, nicht vergessen. So, offensichtlich ist es natürlich nicht richtig, ist nicht das, was wir machen wollten. Wir haben ja gesagt, in R2, in R1 ist die 4 drin, das heißt 4 plus 4 wäre 8, 8 plus 8 wären 16 und 16 plus, Entschuldigung, das ist 4 plus 4 ist 8, das heißt 8 steht in R1, 16 steht in R2 und ich müsste dann 16 und 8 machen und würde dann auf 24 kommen. Im Vergleich dazu habe ich jetzt die 11 drin stehen in meinem Register, ja, das ist falsch. So. Für die korrekte Ausführung müsste ich jetzt gucken, dass jedes Mal, wenn ich die Register brauche, und die werden jedes Mal am Ende der Write-Back-Phase beschrieben, dass auch die richtigen Werte schon in den Registern drinstehen. Das heißt, wenn ich jetzt Zugriff haben will auf R1 und ich will, dass in R1 die 8 steht, muss die nach der Write-Back-Phase meines ersten Befehls, darf dann erst die Execute- oder die Register-Fetch-Befehlshol, Operanden-Hol-Phase meines zweiten Befehls stattfinden. Ausgefüllt bedeutet das hier, dass ich hier zusätzlich nochmal jeweils zwei NOPs einfügen müsste. Und ich brauche jetzt insgesamt zur Ausführung, das ist nochmal wichtig, ich habe ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Befehle. Und ich habe eine Pipeline mit 5 Stufen. Nachdem ich den ersten Befehl reingeladen habe in die Stufe, habe ich ja nochmal 4 zusätzliche Takte, bis ich ein Ergebnis bekomme. Ja? Das heißt, wenn ich 7 Befehle habe, muss ich nochmal 4 dazu addieren und ich bekomme auf insgesamt 11 Takte, die dieses Programm zur Ausführung benötigt. Also 2 NOPs, dann sind wir fertig. Ganz schnell noch, gehen wir Scoreboarding durch. Wie viele Takte benötigt das Programm bis zur vollständigen Leerung der Befehlspipeline, wenn zusätzlich Scoreboarding, also Scoreboarding von Ergebnistafel, wenn ihr das so wollt, und Result-Forwarding eingesetzt werden. Was bedeutet Scoreboarding-Technik? Wir wollen Datenabhängigkeiten direkt erkennen, deswegen wird ein Register erstellt, wo jedes, wird ein Flag erstellt, quasi ein Scoreboard erstellt, wo jedes Register einem Bit zugeordnet ist und jedes Register, das im Programmsegment als zu schreiben erkannt wurde, wird mit einer 1 belegt. Soll verhindern, dass wir jetzt Register, die beschrieben werden momentan, dass wir die nicht mehr lesen, dass wir keine alten Werte rauslesen können. So, das machen wir direkt nach der Dekodierung, dass dann keine Konflikte entstehen können und das Bit bleibt so lange gesetzt, bis das Register beschrieben wird, danach wird es wieder zurückgesetzt und das ist eine einfache Methode, um hardware-seitig diese Datenkonflikte zu lösen. Im einfachsten Fall werden hier einfach Verzögerungen eingebaut, das heißt, der zweite Befehl wird so lange verzögert, wie der erste Befehl noch nicht zurückgeschrieben hat. Abschließend betrachten wir das Codesegment nochmal. Wir wollen hier die Forwarding-Technik nochmal einsetzen. Wir haben gesagt, wir können vom Ende der Ausführphase können wir direkt an den Anfang der Ausführphase Register weiterleiten. In unserem Fall wäre das hier R1. Wir können R1 weiterleiten direkt nach der Berechnung.
Wüssten aber in der dritten Phase hier, in der operanten Hohlphase, würden wir die Register noch nicht kennen. Das heißt, hier wäre erstmal leer. Hier hätten wir keinerlei Informationen über R1. Wir können aber hier R1 an die zwei Eingänge der Ausführphase hier weiterleiten. Und vom zweiten zum dritten natürlich auch, können wir hier das R2 weiterleiten. Und ebenfalls auch das R1 weiterleiten an die Ausführphase des dritten Befehles. Und hier kommen wir dann zu dem korrekten Ergebnis, das dann hier in R2 24 stehen muss. Okay. Die Aufgabe als allerletzte Aufgabe. wenn wir einen Delay-Slot einführen, das heißt, wenn wir Sprungbefehle haben, haben wir gesagt, wir wollen mindestens einen Befehl danach nochmal warten. Das heißt, normalerweise würden wir hier NOPs einfügen. Wenn wir keine NOPs einfügen würden, was würde passieren? Wie würde das Programm ausgeführt werden? Dazu betrachten wir unbedingte Sprünge, also Branch Absolutes nach bestimmten Labels. Und wenn wir uns die Ausführung angucken, was passiert? Wir laden den Add-Befehl rein, berechnen R2, wir machen einen Branch-Befehl nach M1, also die Ausführung wäre so, dass wir zuerst M1 ausführen, M2 ausgeführt wird. Während jetzt M2 reingeladen wird, ist noch nicht klar, dass der Sprung genommen wird, weil ja die Auswertung erst später passiert. Das heißt, der nächste Befehl wird automatisch mit reingeladen. Ich lade automatisch M3 noch mit rein in meine Pipeline. Das heißt, der nächste Befehl, der ausgeführt wird, wäre M3. In M2 stelle ich dann aber fest, dass ich nach M1 springen muss. Das heißt, hier habe ich dann meinen Program Counter schon mal auf M1 gesetzt. Das heißt, der nächste Befehl, der geladen wird, wäre dann M1. Also, wir haben gesagt M1, M2, M3. M3 stellt dann aber fest, dass er nach M4 springen will, weil M3 ist ja der nächste Befehl in der Pipeline gewesen, hat dann als Sprungadresse M4 eingegeben. Das heißt, nach M1 wird dann hier M4 nochmal ausgeführt und hier kommt dann wieder M5 weiter. Das offensichtliche Problem hier ist, dass ich ja eigentlich eine Schleife habe, die mir von hier immer nach vorne springt. Das heißt, ich bin in einer Endlosschleife eigentlich gefangen. Normalerweise sollte es nicht möglich sein, da rauszukommen. Aber dadurch, dass ich quasi nach meinem Branch absolutes NOP vergessen habe, seht ihr, dass anstatt in dieser Endlosschleife hängen zu bleiben, dass das Programm direkt irgendwohin springen kann und irgendwelche undefinierten Sachen ausführen kann. In unserem Fall komme ich an irgendwelche Codesegmente an, die ich normalerweise niemals kommen würde. Das heißt, hier ist ganz wichtig, die Programmausführung hier wird gestört. Das heißt, ganz, ganz wichtig, vergesst nicht die NOPs nach diesem Branch-Befehl. Damit sind wir dann am Ende. Ich danke euch für eure Geduld und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.